Am Donnerstagabend informierte CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe die Vertreter der Presse über den bisherigen Verlauf der Auftaktklausur. CDU-TV zeigt Ihnen jetzt die Ausschnitte. Die Beratungen laufen noch, es sind intensive und, das darf ich sagen, ausgesprochen freundschaftliche und nach vorne und auch in die Jahresplanung bereits des nächsten Jahres und des vor uns liegenden Jahres ausgerichtete Beratungen, geprägt natürlich zunächst von der Analysediskussion über die Bundestagswahl. Erstmal seit 15 Jahren haben wir eine bürgerliche Mehrheit aus Union und FDP in der Bundesrepublik Deutschland. Und dieser Erfolg, dazu gab es mehrere Debattenbeiträge, liegt nicht zuletzt in der hohen Popularität begründet, die unsere Parteivorsitzende Bundeskanzlerin Angela Merkel in der deutschen Bevölkerung genießt. Wir sind die stärkste Kraft, erstmals zum Teil seit vielen Jahren, in allen Alters- und Berufsgruppen bei Frauen und Männern. Wahr ist aber auch, und auch das eint alle, dass wir sagen, es muss mehr drin sein als 33,8%. Wir wollen stärker werden und wir trauen uns das zu. Dabei, das war die Auffassung in der internen Debatte, wurde jetzt auch bestätigt durch die Wahlforschung, die gerade diskutiert wird, eint alle die Überzeugung, Wahlen werden in der Mitte der Gesellschaft gewonnen. Dies ist unser Platz, weil es uns um den Zusammenhalt in dieser Gesellschaft geht. Aber es ist eben auch eine Erkenntnis, dass in dem, was die Menschen erwarten an Kurs in diesem Land, Mitte der Platz ist, an dem Mehrheitsfähigkeit begründet wird. Insofern gab es keine Empfehlung, ein Schwenk weg von der Mitte, egal in welche Richtung, sondern engagiert diesen Platz einnehmen. Wir brauchen dafür die langjährigen überzeugten Anhänger, die Stammwähler, wie neue Zustimmung. Immer wieder neue Zustimmung. Dürfen das nicht gegeneinander ausspielen, sondern stellen uns beidem, bemühen uns um beides in gleicher Weise. Grundlage für unsere Arbeit ist ein klarer Kompass, christlich geprägte Wertvorstellung. Das kommt in unseren Gästen in der heute abendlichen Diskussionsrunde einmal mehr zum Ausdruck. Und wir können für unsere Überzeugung nur erfolgreich streiten, sie verteidigen, wenn wir auf der Höhe der Zeit sind. Erneuern und bewahren sind kein Gegensatz. Ja, häufig wird gelten, um zu bewahren, müssen wir erneuern. Ich will einen weiteren Punkt ansprechen, der in mehreren Diskussionsbeiträgen eine große Rolle gespielt hat. Die Union trägt in nicht leichter Zeit, und da nenne ich beispielsweise natürlich die Wirtschafts- und Finanzkrise, kann aber auch den internationalen Einsatz in Afghanistan und anders nennen, in herausragender Weise in Verantwortung in diesem Land, in den meisten Kommunen, in den meisten Bundesländern, im Bund, über unsere EVP-Schwesterparteien, in der Europäischen Union. In dieser Zeit zusammenzustehen und zusammenzubleiben als politische Gemeinschaft ist unsere Überzeugung Grundvoraussetzung dafür, erfolgreich auf all diesen Ebenen zu arbeiten, auch bei Gegenwind, gesellschaftlichem Gegenwind, zu Überzeugungen, die wir haben, zu stehen, unsere Politik zu erläutern. Das erwarten unsere Anhänger von uns, da sind wir aber auch Überzeugungen vom Einsatz in Afghanistan bis zur Haushaltskonsolidierung schuldig. Wir werden deswegen, und insofern reichte die Diskussion auch in die Jahresplanung dieses Jahres hinaus, in wichtigen Themenfeldern breit angelegte Diskussionen in unseren eigenen Reihen und darüber hinaus in der Gesellschaft organisieren, die von wie definieren wir Lebensqualität, was hält die Gesellschaft zusammen, bis zur Frage, welche internationale Verantwortung hat unser Land, reichen werden. Insofern hatte die Analyse auch einen starken Ausblick bereits in die vor uns liegende Arbeit. Herzlichen Dank.